Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Ich habe mir wieder einen Klassiker ausgesucht und zwar von Hans Vallada, Kleiner Mann, was nun? Das wollte ich schon immer mal lesen, weil ich den Titel so nett finde und außerdem habe ich noch nie was von Hans Vallada gelesen. Da habe ich mir das einfach mal vorgenommen. Es hat ungefähr 500 Seiten, das Buch. 1932 ist es erschienen, aber da war es um ein Viertel geringer im Umfang. Denn zwar kurz vor der Machtübernahme und die Nationalsozialisten wollten verschiedene Dinge nicht so gerne gedruckt sehen, die ihre politische Gesinnung betraf, aber auch was das Nachtleben in Berlin betraf, das war zu freizügig geschildert nach deren Meinung und auch ging es um Freikörperkultur und ähnliches, das wurde alles herausgenommen. Jetzt ist das Buch 2016 nochmal so in vollständiger Ausführung entstanden und das habe ich jetzt auch gelesen. Um zu zeigen, worum es geht, da lese ich gleich einmal ein Werbeplakat vor, das Ernst Rowohlt damals gedruckt hat. Denn zu dem Zeitpunkt, als es erscheinen sollte, war der Verlag in eine wirtschaftliche Notlage geraten. Es lief nicht mehr so gut, es war allgemein ja auch die Weltwirtschaftskrise, es war überall schlecht, aber der Verlag sollte möglich saniert werden. Und dazu hatte Ernst Rowohlt Hans Vallada ausersehen, dass er ein Buch schreibt, das die Leute wieder restlos begeistert, das alle kaufen, damit der ganze Verlag wieder saniert werden kann. Er hat ihn gebeten, weil er damals schon gearbeitet in dem Verlag, dass er nur noch halbtags arbeitet und den Rest des Tages damit verbringt, ein Buch zu schreiben. Das hat Hans Vallada dann auch getan und innerhalb von 4 Monaten ist dieses Buch entstanden. Das ist schon beachtlich. Er hat richtig so einen Schreibfluss gehabt, er war richtig so im Flow. Er hat mit der Hand geschrieben, teilweise sogar in Süderlin-Schrift. Und auch sehr undeutlich geschrieben, also seine Handschrift war wohl nicht die beste. Es sind jetzt noch im Nachträglich einige Sachen so zum Vorschein gekommen, die damals hätten eigentlich hiermit verewigt werden sollen, aber das war damals nicht möglich, weil man die Schrift einfach nicht entziffern konnte und da wurde das eben weggelassen. Ich lese das Plakat jetzt einmal vor, das Ernst Rowohlt gedruckt hat. Da kann man den Inhalt ganz kurz einmal zusammengefasst hören. Da steht er. Einer von Millionen, Johannes Pinneberg. Kleiner Angestellter, ein Gar-nichts, aber ein Gar-nichts voll Sorgen und Wünschen. Mann seines Lämpchen, Vater seines Murkel. Kämpft mit Berlin, Verwandten, Hochstaplern, Chefs, Kollegen. Verkauft viel Anzüge, verkauft gar keine Anzüge. Wird arbeitslos, bekommt Arbeit, wird wieder arbeitslos und verzweifelt doch nicht. Das bringt das Ganze eigentlich sehr genau auf den Punkt, denn es geht in diesem Buch um Johannes Pinneberg und Lämpchen. Die beiden sind verliebt und begeben sich, als das Buch beginnt, zusammen zum Frauenarzt, weil sie dort erfahren möchten, wie sie verhindern können, dass ihre Familie zu rasch anwächst. Sie gehen doch dorthin, Lämpchen wird untersucht, aber als sie aus dem Zimmer wieder zu Pinneberg zurückkommt mit dem Arzt, da sagen die beiden ihm, ja, für die Familienplanung ist es jetzt eigentlich zu spät, denn es ist bereits ein Kind unterwegs. Da ist Lämpchen im 2. Monat schwanger und jetzt müssen die beiden dafür sorgen, dass sie vorher noch heiraten. Das war ja damals so. Sie begeben sich also zu der Mutter von Lämpchen und dort möchte Pinneberg anhalten um ihre Hand. Die Mutter ist alles andere als begeistert, denn sie hat für ihre Tochter keinen Angestellten, so wie Pinneberg es ist. Er ist Lohnbuchhalter in einer Firma für Saatgut und das möchte sie nun gar nicht. Sie möchte lieber, dass es ein Arbeiter ist, so wie sie selbst und ihr Mann und ihre Tochter soll eben in demselben Stand auch bleiben. Da ist also schon mal ein ziemlicher Widerstand und das Gleiche ergibt sich auch am Arbeitsplatz von Pinneberg, denn die Frau des Chefs hat eigentlich ihn dafür auserkoren, die Tochter zu ehelichen. Und jetzt verschweigt Pinneberg vorerst, dass er verheiratet ist. Dass das nachher zu Komplikationen führen muss, ist klar. Es wird ihm letztendlich gekündigt und über Umwege, über verwandtschaftliche Beziehungen bekommen die beiden die Möglichkeit, nach Berlin zu ziehen, denn dort kann Pinneberg arbeiten in einem Bekleidungsgeschäft für Herrenmode. Zuerst geht auch alles gut. Die Weltwirtschaftskrise ist natürlich weiterhin da. Alles ist knapp, es ist alles nicht so rosig. Aber vorerst hat Pinneberg noch seinen Job, bis er auch diesen aufgrund verschiedener Dinge, die passieren, verliert.
Er selbst zweifelt an sich, er hat kaum noch Selbstbewusstsein, er fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl in seinem Leben, fühlt sich wertlos und droht auch sehr abzurutschen. Das Ganze ist sehr dramatisch letztendlich und das Einzige, was ihm noch so ein bisschen Halt gibt oder überhaupt Halt gibt, ist seine Frau. Denn die steht vorbehaltlos zu ihm und richtet ihn wieder auf. Und sagt ihm immer wieder, dass sie ihn liebt und dass das, was um ihn herum passiert ist, keine Bedeutung für die Beziehung hat. Und dass es das Wichtigste ist, dass die drei sich haben. Denn inzwischen ist auch der kleine Murkel geboren und die drei haben eine kleine Familie gegründet. Es kommt zu vielen weiteren Verwicklungen. Letztendlich landen die drei in einer Gartenlaube, die ihnen ein ehemaliger Kollege vermittelt hat und ist eigentlich die Prämisse ganz deutlich in dem Buch, dass wirklich das Einzige, was ist, die Liebe. Die Liebe zählt wirklich und dass man zusammenhält und dass man dich nicht gegenseitig fallen lässt, sondern einfach zueinander steht und dadurch alles andere auch erträglicher macht. Also es ist sehr sozialkritisch geschrieben, das Ganze, und zeigt ganz deutlich, was für eine Zeit es damals war und wie viele von dieser Arbeitslosigkeit und von diesen wirtschaftlichen Verhältnissen betroffen waren und wie das Ganze drumherum damals abgelaufen ist und was für eine Situation das für viele Menschen auch war. Und teilweise auch wie hoffnungslos, aber wie eben doch letztendlich die Hoffnung immer wieder aufkeimt. Also ein mutmachendes Buch und trotz aller Schnörkellosigkeit und Sachlichkeit, wie es geschrieben ist, eben auch letztendlich schön. Es lohnt sich wirklich zu lesen. Was ich sehr interessant war, ich habe mich auch so ein bisschen mit der Vita von dem Schriftsteller, von Hans Haller da beschäftigt und das fand ich auch sehr interessant. Also er hat ja ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Sein Vater wollte eigentlich gerne, dass er Jurist wird. Damit war er nun gar nicht einverstanden, der Hans. Er wollte lieber was ganz anderes machen. Hat er nicht mal die Schule beendet, sondern er hat stattdessen sich schon einige Sachen am Rande der Kriminalität geleistet. Er hat zum Beispiel sich in einem Suizidduell mit seinem Freund duelliert und letztendlich. Sie wollten sich ja eigentlich beide umbringen, aber letztendlich ist nur der Freund gestorben. Daraufhin kam Hans Waller da, der eigentlich ganz anders heißt. Der heißt eigentlich, ich habe es mir aufgeschrieben, Rudolf Ditze. Das andere ist ein Künstlername. Er kam dann in eine psychiatrische Anstalt und als er da wieder rauskam, ging es auch nicht viel besser weiter. Er hat immer wieder sich am Rande der Kriminalität bewegt, hat auch sehr stark mit Alkohol zu kämpfen gehabt und mit Morphium. Er war abhängig und ist ja teilweise auch im Gefängnis gewesen, wegen Betruges und ähnlicher Delikte. Also er hat im Grunde genommen sehr viel erlebt. Er hat sich immer mit so kleinen Gelegenheitsjobs auch über Wasser gehalten. Aber letztendlich hat er eben ein Buch nach dem anderen geschrieben, auch im Gefängnis teilweise noch geschrieben. Und das sind eigentlich auch als Bestseller geworden. Also letztendlich ist er doch noch in sein Leben so ein bisschen Halt gekommen und ein bisschen Struktur. Also, das finde ich sehr interessant, wenn sich das Ganze so anhört. Ich denke mal, es lohnt sich absolut, das Buch zu lesen. Ich habe, wie gesagt, das Buch gelesen. Ich habe aber auch zwei Seiten CD wieder gehört, zwischendurch auch auf einer längeren Autofahrt und kann die genauso empfehlen. Die ist gelesen von Frank Arnold mit einer sehr angenehmen Stimme. Das ist für mich immer ganz wichtig. Und das Buch, wie gesagt, auch richtig gut. Also lohnt sich beides, kann ich wirklich empfehlen und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Ich freue mich wie immer über jeden Kommentar, jedes neue Abo sowieso und jedes Like und verbleibe mit freundlichen Grüßen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!